Die meisten von uns kennen sie noch aus der Schule, der Ernährungspyramide. 13 Jahre lang hat sich nichts daran geändert. Jetzt passt der Bund sie an und bringt die neuen Ernährungsempfehlungen raus. Die sagen, wir sollen mehr Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Linsen, essen und maximum 2 bis 3 Mal pro Woche Fleisch- oder Fischprodukte. Jetzt nimmt uns natürlich Wunder, was landet bis jetzt schon in den Einkaufswagen der Schweizerinnen und Schweizer und wie gut halten sie sich schon jetzt an die Ernährungsempfehlungen? Ich habe Bohnen. Und Kalbfleisch. Flüssige Gemüse haben Sie auch? Ja, ich habe viele Gemüse. Und Fleisch und Fisch, wie oft essen Sie das? In der Schweiz nicht so oft. Aber ich gehe jetzt wieder auf Spanien, immer Monat. Dann holen Sie das dort wieder nach. Ja, frischer Fisch, wenn man nachher vom Meer ist. Kabis, Bananen. Ich esse Fleisch vielleicht 2 Mal pro Woche und dann. Dann haben wir viele Gemüse und manchmal Milch, manchmal Mandeltrink oder so und viele Früchte. Ich wohne allein, dementsprechend koche ich nicht so viel, geht mehr raus. Also wenn ich kaufe, schaue ich schon, dass ich gesunde Sachen. Weil auswärts kannst du halt nicht wirklich so entscheiden, ob jetzt gesund. Also du kannst schon, aber es ist halt mehr nicht so gesund. Grundsätzlich probieren wir es so gut wie möglich darauf zu achten, also jetzt nicht gerade so wie es der Bund vorgeht, mehr Hülsenfrüchte oder Fleisch, das ist mir jetzt nicht bewusst gewesen, aber wir haben Nachwuchs, meine Frau ist Vegetarin, dementsprechend reduziert sich vielleicht ein bisschen der Fleischkonsum. Sonst wir probieren, möglichst ausgewogen sich uns zu ernähren. Wenn ich Zeit habe, dann koche ich frisch und dann kaufe ich auch frisch ein mit Gemüse und Früchte. Und sonst muss es halt ab und zu auch ein Fertigprodukt sein, wenn es dann halt mal ein bisschen schnell geht. Meistens ist es eine Zeitfrage. Und natürlich auch Preisfrage. Ich meine, alles, was gesund ist, ist halt teuer, oder? Oder teurer. Und da muss halt der Bund natürlich auch vielleicht ein bisschen mitspielen und sagen, wenn er schon will, dass die Leute sich gesund ernähren, dass man dann dementsprechend auch für gesunde Nahrung die Preise so macht, dass sich das jeder leisten kann.